Willkommen zurück zu einer neuen, völlig bekloppten Folge Batman Arkham Asylum. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die wahnsinnigen Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Das ist Batman. Das ist Batman. Und das hier ist Batman. Und wir waren hier drin. Bruce Wayne. Nicht Batman ist gestorben, sondern Bruce Wayne. Na ihr Freaks? Oh nein, Ratten-Batman. Das ist der Schlimmste. Go, go, go! Was machst du, kleine Fledermaus? Oh, Scarecrow. Lass mich doch endlich in Ruhe, Mann. Was habe ich dir getan, Kumpel? Go! Und Deckung. Und run, Bruder, run! Was war das? Der Kollege hat Skelette. Das erste Mal hörte, dass Joker dieses Irrenhaus übernimmt. Skelette, Skelette, Skelette. Ich weiß nicht, wie viele von uns das erfüllen wollen. Als er seine Vision einer Anstalt erklärte, in der die Insassen so lange wie möglich verrückt bleiben sollten, dachte ich, er wäre gut getan. Als er mich festhielt, und mir mit der Rasierklinge ein neues Lappen aufs Gesicht zauberte, wusste ich, dass er recht hatte. Während wir uns auf einer kleinen Insel in Gotham Bay befinden, machen wir vor nichts Halt, um sicherzugehen, dass sich keine Spinner aus dem Staub machen. Jüngste Erfolge mit Bruce Wayne, dem klassischen Fall einer gespaltenen Persönlichkeit, haben unseren Ruf als eine innovative Schlachterei bestätigt. Unser Forschungsleiter Dr. Crane hat keine wirklichen Fortschritte erzielt, aber ihm scheint die Arbeit zu gefallen. Unsere neue Patientenstation wird von Waylon Jones geleitet. Mir wurde versichert, dass er fast jeden Patienten geheilt hat, der ihm geschickt wurde, und er brüstet sich damit, auf allen Stationen freie Betten zu haben. Er hat die Kontrolle, die komplette Kontrolle, aber ich werde ihm die Kontrolle entreißen. Denn ich bin... Scheiße, noch eins Batman. Moment, Moment, Moment. Er geht ganz hier drüben hin. Hier muss ich wirklich super, super schnell sein. Go, Betsy, go. Und bleib hier stehen. Und jetzt renn, Bruder. Oh, fuck. Was ist da drüben los? Das schmeckt mir gar nicht. Ist das die Realität? Ist das gerade wirklich so, wie wir da drüben sehen? Okay, ah, ich warte lieber, ich warte lieber. Ich kann nicht hoch. Wow. Hatte ich eben gerade mega Glück. Na, komm schon! Verdammt, Scarecrow! Jetzt wirst du wahnsinnig. Für immer. Für immer. Ich oh. Sehe dich, Batman. Ja, du siehst mich. Ich bin wahnsinnig für immer. Und am Ende der Furcht das Vergessen. Das Vergessen. Da war ich ein bisschen zu gierig. Als ich das erste Mal hörte, dass Joker dieses Irrenhaus übernehmen wollte, dachte ich wie viele von uns, dass er verrückt wäre. Als er seine Vision einer Anstalt erklärte, in der die Insassen so lange wie möglich verrückt bleiben sollten, dachte ich, er wäre durchgeknallt. Als er mich festhielt und mir mit der Rasierklinge ein neues Lächeln aufs Gesicht zauberte, wusste ich, dass er recht hatte. Mann, der ist sau schnell. Jetzt leide. Ich leide doch, Kumpel, ich leide doch. So, jetzt braucht er aus irgendeinem Grund plötzlich ewig lang, hier mal rüber zu gucken. Ja, und jetzt, komm, dreh dich weg. So.
Ich warte noch. Ah, das ist ein kurzer Weg. Versteck dich ruhig, Batman. Ich werde dich finden. So, jetzt... Wow, bin ich hier. Komm schon, sei hier bitte sicher, mein Freund. Oh. Schnell! Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen mehr. Sag mir, welche Dämonen musst du noch besiegen? Mal sehen. Er will noch eine Runde. Gefällt dir diese Extradosis, kleine Fledermaus? Er will wirklich noch eine Scheißrunde? Ach, Scarecrow. Mann gegen Mann, hättest du keine Chance gegen mich. Ich würde dich so pulverisieren, Kumpel. War's das? Du wehrst dich? Gut. Das schwächt nur deine Entschlossenheit. Oh, fuck! A Geule! Okay, komm her! Komm her! Mach ihn endlich fertig, Betsy! Batman kann man eben nicht stoppen. Was meinst du? Wie viel kannst du noch ertragen? Macht es dir Angst zu wissen, dass ich dich fast besiegt habe? Ich hab vor gar nichts Angst. Du altes Pimmelgesicht. Niemand kann die Fledermaus aufhalten. Wow. Falsche Taste. Komm schon, gib ihm doch! Okay, es hat funktioniert. Mehr oder weniger. Burn, Baby, burn! Verreck in der Hölle! Was? Wie machst du das? Du hast genug Gift geschluckt, um 10 Männer zum Wahnsinn zu treiben. Was bist du? Ich bin komplett wahnsinnig. Wieso bekämpfst du es, Batman? Du bist genauso durchgeknallt wie wir alle. Du brauchst uns genauso, wie wir dich brauchen. Und um es zu beweisen, flute ich die Katakomben mit genug Terrorgas, um jeden in Gotham City für 100 Jahre um den Verstand zu bringen. Okay, wo bin ich hier? Erstmal können wir leveln. Ich nehme das hier mal mit. Ist eigentlich ganz witzig. Dann gehen wir mal ganz kurz auf die Karte. Wir sind hier. Wir müssen hier nach oben. Also genau in die andere Richtung. Ja, Batman ist komplett wahnsinnig. Das ist mein Trick. Ich bin total gestört. Ich bin Freak. Und genau deswegen kannst du mich nicht stoppen. Wie willst du jemanden wahnsinnig machen, der bereits am Limit lebt? Richtig, gar nicht. Einfach gar nicht. Ob ich hier einfach runterspringen kann, denn da unten war ein Schokoschacht. Und wir springen und springen und springen und springen und springen und flattern. Warum? Er war es doch, der Crane rausgelassen hat. Was gibt's da? Oh no. Killer Crocs Zelle, Mann. Du hast die Geschichten gehört. Man kann sie genauso gut seine Futterstelle nennen. Keiner geht rein und kommt heil wieder raus. Wieso fährt Scarecrow da nach unten? Wen juckt's? Ich hab die Tür hinter ihm verschlossen. Er kommt nicht mehr raus. Na Jungs, guck. Wer ist hier? Ich bin da, ja. Messer Tony, ha? Huh? Alles klar, Messer Tony. Er will sich hier die Knarre holen.
Aber nicht, wenn Batmano seinen Job erledigt. So, bist du wieder so ein kompliziertes Ding? Natürlich. Diese Story-Hack-Sequenzen sind alle kompliziert. Ah, wo bist du? Einmal. Komm schon, Baby. Yes, zweimal. Komm schon, so nah dran. Ja. Alter, Batman sieht immer mitgenommen aus. Was hat er da an seiner Backe? Herpes? Keine Ahnung. Bat-Schlodder. Ein wenig Schlodder-Schmodder an der Backe von Batman. Der Kerl macht mich verrückt. Ja, mich auch. Was macht er überhaupt hier? Wieso lässt sie das? Achtung, hier ist ein Waffenkasten. Wow, cooler Move. Nein. Hol dir keine Knarre, Bruder. Nein, 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 lass die Knarre. Lass die Knarre liegen. Alles okay, Kumpel? Sieht nicht so aus. Dein Kumpel ist ganz schön verkrüppelt. Hals und Beinbruch. Oh, wieder schön in die Hoden gezimmert. Das nenne ich mal Trümmerhoden. Okay, wo lang? Wo lang, wo lang, wo lang? Genau da, wo wir sind, müssen wir eigentlich weitermachen. Ist das hier der Weg? Bin ich hier richtig? Huh. Kontrollraum, waren wir hier schon mal drin? Was gibt's hier oben? Kann man da hoch? Nö. Danger, keep out. Und ich gehe rein. Keep in. Sieht nach Gully aus. Zu spät, Batman. Ein Schritt mehr und das kommt ins Wasser. Die Höhle wird sich mit deinen dunkelsten Albträumen füllen und du wirst niemals deine wertvollen Venom-Wurzeln erreichen. Tu es nicht, Cray. Wo ist der Beutel? Killer Croc ist so ein Biest. So ein mega krasses Biest. Ich trau mich gar nicht jetzt. Wupp, hier wollen wir hin. Moment, aber hier geht's in die richtige Richtung. Gut, dann ich trau mich auf keinen Fall ins Wasser. Der bringt mich um. Der macht mich kalt, der Freak. Igitt, igitt, igitt. Hey, Kroko! Oracle, ich gehe zu Crocs Versteck, um die Schimmelproben einzusammeln, von denen Ivy gesprochen hat. Es befindet sich in einem Abwassersystem. Schick mir einen Plan. Es ist hier wie in einem Labyrinth. Es steht nichts in den Akten. Bruce, bist du dir da sicher? Das Ganze klingt wie ein Himmelfahrtskommando. Ich habe keine Wahl. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er die für das Anti-Venom erforderlichen Sporen anzeigt. Das führt mich direkt zu ihnen. Was ist mit Croc? Croc ist nur ein Tier. Tiere brauchen Fallen und den richtigen Köder. Ich schaff das schon. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Bist du dir da sicher, Betsy? Die schwimmenden Pontons werden mich tragen, aber auch Schallwellen durchs Wasser senden. Wow! Wow! Wow. Ich bin Rip. Cool. Ich werde es genießen, deine Knochen zu verzehren.
Man muss Killer Croc einfach lieben, oder? Also muss ich mich wirklich hier durchsprengen. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Nein? Okay, Moment. Die schwimmenden Pontons werden mich tragen, aber auch Schallwellen durchs Wasser senden, die Croc meine Position verraten. Ich muss mich so langsam wie möglich bewegen. Und ich sprinte da komplett drüber, ne? Na 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 langsam. Na 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 langsam. Ja. Okay. Killer Croc. Cooler Typ. Hält sich gerne im stinkenden Wasser auf. Das ist sein Ding. Je mehr Mief, umso besser für ihn. Okay. Croc. Bleib weg. Achtung, klettern. Okay. Achtung, 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 Achtung. Hier entsteht schon wieder so ein bisschen Bewegung auf der Wasseroberfläche. Aber kein Problem, wir kriegen das hin. Ich darf nur nicht gierig werden. Ich bin schon dazu geneigt, jetzt irgendwie loszusprinten. Aber ich sollte lieber ganz ruhig und langsam mich bewegen. Alter, wie am Fauchen ist. Dieser Killer Croc ist ein echtes Monster. Oh, verdammt, wie lange noch? Betsy Baby! Wie lange wandern wir hier noch durch diese stinkende Kloake? Wow! Wow! Gott sei Dank können wir ihn schocken. Jetzt ist die Frage, wo lang? Ich habe keine Karte. Ich nix wissen, Mr. Vedder. Du gehörst mir, Batman. Ich gehöre niemanden. Batman ist ein nationales Heiligtum. Ja. Falsch. Oh, hier drüben. Lecker, schmecker. Wie geht's? Das ist ja ekelhaft. Ihhh. Er bohrt darin auch noch mit seinem Finger so rum. Diese Sporen enthalten nicht genug Anti-Venom. No. Ich muss unbedingt mehr finden. No. Oh Gott, noch mehr Anti-Venom? Wahrscheinlich 3 Stück, oder? Die magischen 3. Killer Croc, boo! Okay, hier in der Nähe muss was sein. Ah, hier drüben. Eins muss man dir lassen, du hast hier echt eine nette Behausung. Schick. Sehr, sehr schick. Alter, er kann hier durch? Bruder! Was macht Batman da mit seinem Batman-Finger? So, kann ich hier entlang? Ich bin hier so gefangen. Und so ausgeliefert. Nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Verzieh dich!
Okay, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Killer Croc. Ich wette, wir müssen hier entlang. Da, wo jede Menge Fleisch rumhängt. Ey, der hat sogar ein Sofa. Was? Wo? Wo? Okay, hier drüben. Oi, oi, oi. Turbulenzen. Schnell, hol's dir, mein Junge. Steck den Finger rein. Sag mir, dass das genug ist. Alter, wie viel brauchen wir denn noch von dem Glibber? Batman, der Schimmelexperte. Demnächst auch in ihrem Haus. Falsch? Richtig. Und tschüss. Jetzt ja nicht gierig werden. Ich weiß, ich würde am liebsten lossprinten, aber lass es lieber, mein Sohn. Oh, Kacke, sagt bloß, wir müssen schwimmen. Oder kriegen wir da ein Seil rüber? Gar nicht gut. Wow! Wow! Da macht man sich an die Hose. Bei diesem Killer Croc. No, 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 renn, 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 Betsy, renn! Okay, wo lang? Wahrscheinlich hier lang. Nein? Aber da waren wir doch schon, oder? Dein Fleisch wird zerrissen. Lass mein Fleisch in Ruhe. Warum wollen die alle mein wunderbares Fledermausfleisch, ha? Wow, ich komme hier nicht hoch! Alter, ich kam nicht hoch! Oh, verdammt! Tick-Tock! Fütter den Croc! Unfair! Schummel-Croc! Klarer Fall von Schummel-Croc! Okay, ich habe den Scheiß hier mitgenommen. Run, Boy! Nein? Doch. Und jetzt wieder cool und langsam sein. Ich habe deine Witterung aufgenommen. Und komm, hau ihn weg. Und jetzt renn hier rüber. Perfekt. Alter, das war eine fiese Stelle. Nein, 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 nein. Nicht hier lang, hier lang. Oh, ich glaube, da drüben sehe ich sie. Ist das die letzte? Oder brauchen wir noch mehr davon? Ich kann dich jetzt schon schmecken. Ich schmecke sehr ledrig. Nicht umsonst bin ich der Lederlappen. Alright. Sind das die letzten oder brauchen wir sogar noch mehr? Ich habe genug Sporen. Ich muss endlich zurück zur Bathöhle und das Gegenmittel entwickeln. Endlich! Oh, ich hab's. Du hast da unten ein Radarsignal aktiviert. Clever. Oracle, ich hau hier ab. Was ist mit Croc? Er wird kein Problem sein. Hey, wow, wow! Wow, ja, von wegen kein Problem.
Der Psycho ist ein Problem. Na, ich muss hier lang, aber da ist was im Weg. Kann ich das auch einschlagen? Kann ich das hier machen? Ah, ich habe kein Gel. Holy shit! Alter, was war denn das jetzt hier? Normalerweise müsste der durchspringen. Ich werde es genießen, deine Knochen zu verzehren. Du und meine Knochen, ha? Huh? Schmecken Knochen? Ich glaube, diesmal nehme ich einen anderen Weg. Kann ich auch hier lang? Normalerweise bricht er immer durch diese Holzwände durch. Achtung, nicht absaufen, Kumpel. Nicht absaufen. Jetzt muss ich auch noch einen falschen Weg gehen. Ich bin so froh, wenn ich hier raus bin. Aus diesem stinkenden Gully. Ich hab Hunger, Batman. Geht mir genauso, ich hab auch Hunger. Ja, ja, was soll ich machen? Ich muss hier ein bisschen Anlauf nehmen. Ich muss da mit Schmackes rüber. Okay, gleich kommt er wieder. Hier lang? Holy shit, Bruder. Nein. Bin ich richtig? Hoffentlich. So, dann geht's nur hier lang. Oh, denn was denn? Wer denn? Wie denn? Nein! Schleuder doch! Oh. Wow, er macht hier seine Psychospiele. Und rüber mit uns. Falsch. Richtig. Ich kann dich jetzt schon schmecken. Falsch. Richtig. Ja. Richtig. Wir dürfen rennen, Gott sei Dank. Die letzten 120 Meter, boah. Run, Betsy, run! Oh Gott! No, 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 no! Meine Höhen werden dein Herz sein. Oh ja, Baby. Bleib schön da unten. Was? Batman, kannst du was anheben? Ich werde dich finden. Warum machst du sowas denn nicht gleich? Ah, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Lass eine Bewertung da für den alten Killer Croc. Hashtag Killer Croc. Und tschüss.